so wieder zurück. Und ja, der hat über 4k Leben einfach. Und ja, jetzt ist er auch tot. Mal reviven. Und ja. Zweiter Part. Zurück zum zweiten Part jetzt. Und ja, sind wir jetzt noch verreckt. Ich hab wie schnell drauf gestanden. Also shit. Schon kurz überzogen gehabt. Hoffentlich geht das drauf. Nee. Ich weiß leider nicht, wie man schnell kaputt kriegt. Weil er hat so. Oh lol, warum? Und jo. Die müssen. Ja, genau, stimmt auch wieder. Wow. Und. Nee, so nicht. Okay, wartet. Ich gebe mal ihnen den Leader. Ich brauche eigentlich keinen Leader, weil ich einfach keinen Leader brauche. Jo, läuft halt eben. Ja, ich versuche halt einen BD aufzumachen. Und den pushe ich einfach hoch einmal, was ich gesagt habe vorher. Und das interessiert mich sehr. Macht halt viel mehr Spaß und so. Equip und so habe ich jetzt schon so ein bisschen gekauft. Und ja, ist halt eben schon mal klasse. Fehlen nur noch die Schuhe und ein Schwert. Letzte Folge habe ich mir das Schwert gekauft. Yep. Wie ihr gut gesehen habt, den Test des Boardsport. Für 4000 kaufe ich mir bestimmt nichts. Nee, so ist wirklich nicht. Das finde ich nicht klasse. Wartet. Party. Party. Wer kauft das für mich? Lol. Alter. Und ja. Ist halt eben cool so. Null Gold. Dranks Defender. Yeah, der hat so einfach so coole Sachen. Das ist okay. Jetzt hat er das auch, was er angezogen hat. What hat der Red Hat? Gehen wir mal zu Sergio. Oh, er hat ein Wild Boy Set. Wow. Lol, es ist auch None. Skull Suit, nicht schlecht. Und wenn das. Ach so, das da. Oha. Wow. Jetzt ist ein bisschen. Nee. Es ist jetzt ein bisschen so fad jetzt. Ja, ich finde jetzt ist ein bisschen so fad. Jetzt so in der Stimmung, weil jetzt nicht mehr so MC sind. Sind die Equipping. Jo, ich gehe mal weiter. Ich gehe mal Nadir zum PvP-Cave. Vielleicht will wir PvP gegen mich machen. Alter, der hat's drauf. Boah, wenn er so Skelett hat, ne?
Ich liebe es einfach nur. Ein Skelett-Outfit, so wie er jetzt, der. Das da. Aber Mage-Outfit. So war. No. Schade. Gut. Dann geht's mal weiter auf Nadir. Auf zu Nadir. Ich vertipp mich jetzt andauernd und so. Boah, so spannend die. Und er ist left. Und er geht, glaube ich. Und ja, ich glaube, er geht jetzt pennen. Gute Nacht. Oder kommst noch morgen, keine Ahnung. Egal. Und jo. Dann aufpassen jetzt so. Jetzt können MCs kommen. Und da haben wir schon einen MC. Und nicht angreifen. Der ist Peace, wenn er keine anderen angreift. Bam, badam, bam, bam. Bam, 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 bam. Machen wir so. Und ja, läuft halt ein bisschen. Und gehen wir so ein bisschen. Ja, ich gehe mal darauf da. Zu den Outside PvP. Zur PvP Area. Draußen Grinch. Oh, 20, 20, nee, keiner da, schade. Gut, dann PvP Cave. Oh oh. Ah nein, hier ist doch jetzt noch on. Greif jetzt Sergio ihn an. Sit. Ja, er greift ihn an. Mann, Alter. Hauptsache, er tut nichts. Nee. Hab ich auch, ich hab mich getäuscht. Hab ich gesehen, dass da wer drin ist. So gehen wir rein. Oh, Level 17er. Noob. Ist gerade am Leveln. Ich muss mich kurz dann noch umziehen. Den besseren Helm aufsetzen. Ja, attackier mich halt. Oh Mann, was ist jetzt? Ups. Ja, eine E-Mail. Nee, brauche ich nicht. Und jo, läuft halt eben. Oh Mann, ich werde angegriffen. Ist klar. Ne? Nicht zu glauben. Ich werde angegriffen. Ne? Komm halt nochmal her. Wer war denn das jetzt? Denn jetzt habe ich es jetzt wirklich nicht gesehen. Das ist ein Level 18er. Ja, ist klar. Ist wurscht, jetzt bin ich tot. Oh Mann, das sind halt so solche fade Leute, ne? Ja, jetzt finde ich wieder so richtig fad. Ja, und anstatt der. Ich habe vorher gesehen, wisst ihr noch, wo früher Snowler war? Wenn ihr Snowler nicht kennt, das ist so ein. Eine Million PvP-Boss. Jetzt zum Beispiel, ja, warte, ich mach kurz einen kleinen Cut, dann komme ich wieder. Dann wieder nach einem kleinen Cut wieder zurück. Und ja, wie man jetzt hier sehen kann, das ist ein cooles Picture, was ich mal gemacht habe. Das ist von Snowler. Der war mal auf Halloween drauf und ja, dann habe ich da mal so gesehen. Jo, der hat einen riesen geilen Damage-Effekt drauf. Zum Beispiel ranziehen, dann so noch ein Special Attack. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch stunnen kann, aber hat mal eine Million Attack Damage.
Ja, der war früher da drin in der Höhle. Und der andere Boss, das ist der. Das ist der andere Boss. Das ist Hydra Spirit. Den habe ich heute so gesehen. Und wollte noch farmen so. Haben bis auf 700k runtergeklatscht. Aber nee, Hauptsache, MCs sind Gott sei Dank nicht gekommen. Da habe ich die ein, zwei Noobs, Rockius gekillt, die was man vorher getroffen haben. Und ja, da hat richtig getaugt, richtig, ja, Lust drauf gehabt, die zu killen von einmal, voll die Noobs und so, ne? Und jo, läuft halt. Und dann, ja, trotzdem 300k, dann ist Hydra einfach wieder zurückgegangen und dann hat uns Hydra nicht mehr interessiert. Und schade halt eben. Und ja, das ist halt Hydra, auch wieder 100k Boss. Das ist so wie ein Schamane. Kann so einen Skill machen. Zum Beispiel so Damage Skill und so ein Skill, wo man so automatisch wegläuft. Das ist so richtig blöder Skill. Und ja, und macht so 380 Damage. So ungefähr, und richtig hardcore ist es, finde ich schon. Und der Damage Skill, der macht so 500. Ja, lieber nicht treffen, Hydra, und ja, lieber ausweichen. Und ja, sehen wir uns gleich wieder gleich. Ciao, ciao. Jo, da sind wir wieder, und bisschen Zeit haben wir noch, was ich noch gesehen habe. Und will noch sagen, es ist halt schwer, die Bosse zu klatschen, und hoffe, es passt halt so. Und sag mal, ciao, ciao, haut noch rein, tschüss.